Moin moin und damit willkommen zu einer weiteren Zusammenfassung aus dem Abenteuer Nummer 3, der Untergang von Werheim, der gehörig dann zu dem Jahr des Feuers ist. Die Ausgangssituation war dann, dass die Helden in Werheim stehen und dort auf den schwarzen Herrwurm, auf den endlosen Herrwurm von Rassasor und Galotta warten und hier dann eben versuchen, sich nochmal so ein bisschen zu organisieren. Mit einem transversales Teleport konnten dann die Magier zumindest noch einmal nach Orgareth aufbrechen. Sie haben dann hier an der Seite von Jelef ibn Yasafar, dem Erzmagier, dann ja noch so ein bisschen Informationen holen können, haben dann gesehen, wie normal die Stimmung noch in Orgareth ist und dass die gar nicht verstehen, was jetzt gerade los ist und wie knapp das werden könnte, dass jetzt Zehntausende von Untoten auf dem Weg sind und man hier dann auch gegen Drachen kämpfen muss. Das haben die ganzen Leute da noch gar nicht realisiert. Die haben hier getagt, haben ihre Seminare und Vorlesungen gehalten und die Magier haben das so ein bisschen negativ aufgefasst, aber wirklich etwas dagegen tun konnten sie nicht. Wir haben dann einen ganz kurzen Einschub gemacht und haben dann für ungefähr 10, 15 Minuten haben wir dann ein paar Zwerge übernommen, die auch keine Werte hatten, die hatten nur Namen, die standen in Angbar bzw. vor Angbar in den Angbarer Bergen. Dort haben sie dann ihre ewige Wacht gehalten. Das hat den Hintergrund, dass hier dann das schwarze Feuer von Pyrdakor befreit wurde, der Alagrim. Der wird in dieser Kampagne gar nicht mehr so wichtig werden, zumindest so wie ich sie erzähle, wird der Alagrim nicht wichtig werden. Aber die neuesten Publikationen aus den Flusslanden, die greifen dann wieder den Alagrim auf und auch dann die Baronin, die ihn befreit hat, eine geheime Borberadianerin. Da werden dann noch so ein bisschen die Hintergründe erklärt, konnte man auch in den aventurischen Boten damals nachlesen. Aber das war ein sehr kurzer Einschub, wo ich dann erklärt habe, wie Rassasor bzw. diese Baronin dann diesen Alagrim befreite. Danach sind wir wieder zurückgesprungen und die Schlacht auf dem Mythraelsfeld begann. Ich habe hier schon im Verlaufe mit anderen Spielern die taktischen und strategischen Regeln aus der Helme Hafax-Saga benutzt, das Abenteuer 212. Da wurde dann in den DSA 4.1 Publikationen erklärt, wie man so eine Schlacht dann ungefähr managen kann und dirigieren kann und wie man da dann taktische Erfolge erzielen kann. Und das habe ich bereits einmal gemacht. Das war ein kleines Spezial, was ich hier dann so aufgenommen habe. Und danach konnten die Helden in einem Heldenmodus dann über dieses Szenario laufen, über diese Schlacht auf dem Mythraelsfeld und dann noch einmal einige Entscheidungen umdrehen. Wen das also interessiert oder auch wer andere Videos dazu sehen möchte, wie sowas funktionieren kann, der kann gerne mal oben rechts auf das i klicken. Da habe ich das nämlich schon einmal gemacht, da ging es dann um andere Schlachtfelder, beispielsweise das in Helmenport. Die Helden konnten dann als Speer ausgestattet gegen Varena von Mersing kämpfen. Die haben sie schon in Yolgumma kennengelernt, eine Drachenreiterin, zumindest eine Anführerin der Söldner. Hier das erste Mal auf einem Drachen. Später in der Wildermark wird sie uns wieder mit einem anderen Drachen erneut sehr große Probleme machen. Also auch diejenige wird wieder auftauchen. Sie konnten sie schwer verletzen und aus dem Gefecht entfernen, hatten so hier allerdings einen kleinen Erfolg. Wurden dabei aber selber auch schwer verletzt, denn sie sind dann in zwei Drachenreiter reingeritten und in ein paar Irrhalden-Gardisten bzw. den Gardereitern von Rassasor. Und das ist nicht so gesund gewesen, mussten da also dann auch Schicksalspunkte verbrennen. Das war eine sehr knappe Angelegenheit. Nachdem sie dann wieder zurück in Werheim waren, konnten sie ein bisschen an der Front kämpfen, mal mehr, mal weniger. Wer das machen wollte, hatte hier dann Zeit und Gelegenheit dazu. Aber die Knolle, die Plagenknolle, die ich in dem Abenteuer davor schon eingeführt habe, die wurde hier wieder benutzt und zwar um jetzt den wahren Namen zu analysieren. Hier wurde dann die Hofmaga sehr interessant, die erste Hofmaga Rakalla von Horsen Rabenmund, die hat jetzt diesen Namen analysiert und dann versucht eben mit diesem Namen dann einen Kessel zu exorzieren. Ein Kessel, der auf der anderen Seite des Schlachtfeldes steht oder stand und der dann erreicht werden muss. Wenn man den exorzieren kann, dann kann man auch diese Wolke, die das Land verdirbt, kann man dann eben auch vernichten, zurückschicken in die Niederhöllen. Der wahre Name von Rahastris, dem dritten Tagesherrscher der namenlosen Tage, der war dann hier in diesen Kessel gebunden. Was allerdings zuvor passierte, und das ist ein Vorgriff von der Schlacht in den Wolken, das habe ich vorgezogen aus dem vierten Abenteuer der Schlacht in den Wolken, Rassasors Hochmut, denn der ist gemeinsam mit seinem Begleitdrachen Daimoroch
ist der in Werheim gelandet, hat alle verhöhnt und dann Ema herausgefordert. Ema, die Kaiserin, die gerade den Thron bewahrt, bis Rohaya alt genug ist. Und die hat darauf auch reagiert. Ausgestattet mit der Lanze Finsterfang ist sie ihm dann entgegengeritten in Werheim und wurde dann gefressen, schlicht und einfach. Sie ist gestorben, wurde verschlungen und hat dann ihre Soldaten fassungslos zurückgelassen. Das sollte, wie gesagt, eigentlich in Gareth passieren, in der Schlacht in den Wolken. Ich habe es hier schon etabliert, um einfach mal einen unglaublichen Verlust zu simulieren. Das war zumindest der erste Verlust. Wir haben die Kaiserin verloren, die ist tatsächlich tot. Und es geht dann eben weiter mit späteren Verlusten, die dann eben noch folgen, wenn es dann in den Keil geht. Denn der wurde jetzt ausgerufen, nachdem man ja die Schlachtformation nicht wirklich durchbrechen konnte, nachdem es einige Verluste gab auf unserer Seite und viele Verluste auf der untoten Seite, aber wer eben in großer Überzahl kämpft, den interessieren dann auch einige Untote nicht, die dann da eben zerstört werden. Die Helden haben sich also gemeinsam mit vielen Geweihten und auch Magiern zu einem Keil des Lichts formiert und dann gemeinsam mit der Hofmaga Rakala von Horsen-Rabenmund und dem wahren Namen haben sie eine Schlachtformation gebildet und sind dann in einem Keil durch diese untoten Horden gerannt, haben dabei auch viele Verluste nach sich getragen, aber letztendlich konnten sie dann an einem Kessel auf der anderen Seite dieses Feldes dann diesen Kessel vernichten und die Wolke damit entfernen. Das hat die Herleitung zugelassen, die hat das nicht wirklich interessiert, denn die Pläne waren ganz andere. Als sie dann gesehen haben, wie die Wolke verschwindet und das Tageslicht von Praios dann auch die Untoten erreicht, diese sind dann zerbröselt, man hatte also schon geglaubt, dass man hier jetzt gewonnen hat und dass das Ganze gedreht worden ist, haben sie dann gesehen, dass sich eine Festung aus den Sphären verschiebt, die also viele, viele, viele Meter in der Luft sich befand und dann eben aus dem Limbus heraus schwebte, war verborgen in dieser Wolke. Haben sie mitbekommen, dass das noch nicht alles war, sondern dass es jetzt eigentlich erst anfängt. Und so schnell wie es dann anfing, so schnell war es auch wieder vorbei. Denn während dann die Helden gemeinsam wieder zurückgeritten sind, um dann zu versuchen, diese Festung zu besiegen, wie auch immer das gehen soll, haben sie mitbekommen, dass sich ein Magnum Opus des Weltenbrandes auf Werheim niederlässt. Also vier verderbte Elemente, alle vier Elemente von Agrimod Vitarkal, dem Herrscher über die vier Elemente der Niederhölle, wurden entfesselt. Die Helden sind dann selber so ein bisschen in dieses Magnum Opus geraten und haben dann auch einige Verluste in ihren Reihen gehabt. Viele NPCs, die dabei gestorben sind, unter anderem die Gräfin, die sie in zwei Mühlen kennengelernt haben, die an ihrer Seite geritten sind, aber auch die Kaiserin, die neu erhobene Kaiserin Rohaya, die dann die Geschäfte von ihrer gestorbenen Mutter dann versucht hat aufzunehmen. Sie war wenige Stunden, also eine, vielleicht zwei Stunden war sie Kaiserin, und da wurde sie dann schon von einem herumwirbelnden Steinbrocken, einem Unsteinbrocken getroffen und vom Pferd gerissen, verschwand und damit tot geglaubt. Die Helden wurden dann von einem Erdbeben, einer Erdspalte, wurden sie dann verschluckt. Dabei haben sie dann auch noch die Hofmagierin verloren, Rakala von Horsen-Rabenmund, also eine der höchsten Magier auf Aventurien, die haben sie verloren. Neben sich ist sie gestorben, in einer Erdspalte dann zerrissen von den Unelementen, und so haben sie innerhalb von wenigen Stunden unglaublichen Verlust und Leid ertragen müssen. In dieser Feldspalte konnten sie sich wieder ein bisschen erholen, akklimatisieren, haben verstanden, dass diese Schlacht hoffnungslos verloren ist. Und sie sind dann über einen zwergischen Tunnel, den sie entdeckt haben, konnten sie dann in Richtung Norden reisen, in die Bannstrahlerfeste Auralet. Auralet selber war dann auch mit vielen Verlusten bestückt, also Leute, die dann in dieser Schlacht dann verstorben sind oder eben auch verletzt sind. Viele, viele Bandstrahler tot, also Yarlan als einer der profanen Bandstrahler, der einzige, der noch am Leben war und dann diese Feste organisieren musste. Ja, nachdem sie dann die Überreste von Rakala begraben haben, sie haben dann mitbekommen, dass es Ghule zwischen den Wänden gibt, die dann sich also an den Steinen entlanggraben und dann auf geweihtem, eigentlich geweihtem Grund von Praios,
sich dann ja in Richtung einer Kammer, einer Basalt- oder Koschbasaltkammer graben wollten, um dann da unheilige Artefakte zu rauben. Die haben sie allerdings auch noch verbrennen können, haben da dann einfach Brandöl genommen und dann diese angezündet, die Steine wieder verschlossen. Was allerdings auch schon einmal dafür spricht, dass mit Auralet nicht mehr ganz alles in Ordnung sein kann. Und auch hier wieder einmal verstanden, dass das Mittelreich eigentlich untergegangen ist. Hier dann sehr hoffnungslos haben sie noch versucht, einige Nachrichten zu schreiben, haben versucht, noch Melgare zu warnen und konnten dann mit Hilfe von dem Erzmagier Jellef eben Yasafar, der eben überlebt hat, konnten sie glücklicherweise mit einem weiteren Transversales gemeinsam nach Gareth springen. Hier endet dann meine Version von der Untergang von Werheim. Sie sind also, nachdem sie Werheim verloren haben, nachdem sie das Magnum Opus des Weltenbrandes gesehen haben, nachdem Rassasur Kaiserin Ema getötet hat und dann eben auch Rohaya durch einen riesigen Steinbrocken wohl getötet ist, sind sie dann in Gareth eingetroffen. Hier bereiten sie sich jetzt auf die Schlacht in den Wolken vor und wie das ausgeht, sehen wir dann in der nächsten Zusammenfassung mit Kapitel 4. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Abenteuer wieder. Bis dann, ciao.